Willkommen in Monaco. Die kosten Wohnungen teilweise in so einem Hochhaus, nur dass man ein bisschen hier aufs Meer schauen kann. Was da hinten ist, ich zoome mal ran, kosten hier um die 14 Millionen Euro, haben wir hier gerade gesehen. Also weiß ich nicht, unter eine Million kriegt man hier keine Wohnung. Das ist brutal. Eine Garage kostet im Monat 350 Euro. Das ist ganz schön teuer für eine Garage. Also Wahnsinn. Ja, wir werden auch mal das Casino anschauen, aber ich glaube, da ist nichts mit Filmen. Aber naja, mal schauen. Hallo ihr Hübschen, wir fahren jetzt gerade von Monaco weiter ins nächste Hotel. Wir fahren jetzt noch 40 Kilometer, weil Monaco ist doch ein bisschen zu teuer zum Schlafen. Ja, haben unglaublich viel erlebt. Es war wahnsinnig heiß. Ich bin total fertig. Es ist ein sehr reicher und sehr kleiner Ort. Also ich habe noch nie so viele teure Autos auf einem Haufen gesehen. Und ja, gut, Sushi waren wir essen und im Casino waren wir auch. Es war auch total beeindruckend. Und die ganzen Yachten haben wir uns angeschaut. Also es war ein richtig toller Tag. Und es war auch eine richtig tolle Landschaft, also so von der Kulisse her. Und jetzt ist es eigentlich gerade ziemlich toll, weil gerade die Sonne untergeht. Ich zeige euch das mal. Also hier geht gerade die Sonne unter. Ich blende euch auf jeden Fall dann ein paar Fotos ein. Bloß ich habe dann meine Kamera einfach nicht mit ins Casino nehmen wollen, extra. Ja, das ist gerade unscharf alles. Tut mir leid, ich weiß gerade gar nicht, warum sich das nicht schärft. Jetzt ein bisschen. Ja, es ruckelt auch. Ja, ich blende euch auf jeden Fall ein paar Fotos ein, dass ihr auch einen Eindruck habt von Monaco. Und es hat super, super viel Spaß gemacht. Hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Wir sind jetzt in Barcelona angekommen. Das Hotel ist ziemlich nice. Wir zahlen 50 Euro zu zweit für das Zimmer. Und es ist wie so ein Wohnheim. In meiner Schulzeit, in meiner Berufsschulzeit habe ich genauso, genauso gewohnt. Und auch das Gelände ist alles Uni-Gelände. Man kann dort Tischtennis spielen, man kann kickern, man kann, also Tischkicker. Und man kann Billard spielen. Es ist ein super tolles Fitnessstudio unten drin mit Laufbändern und ein paar Geräte für Kraftübungen und eine Stange und Spiegel und ich glaube ein Crosstrainer und Laufbänder war auch noch drin. Also super toll, das werde ich euch nachher noch zeigen, wenn ich dann nachher Sport mache. Und Frühstück war super toll, Snackautomaten stehen überall rum und die Zimmer sind super sauber. Also ich bin richtig begeistert und aufgedreht und aufgeregt. Und jetzt machen wir so einen kleinen Spaziergang durch Barcelona und gucken mal, was es hier so gibt. Und ja, genießen die Aussicht und wie schön es hier ist. Ja, ist auf jeden Fall richtig toll hier. Gefällt mir gut. Das wollte ich euch nur mal kurz sagen. Schaut mal, wir sind jetzt hier in so einem Park. Direkt halt bei diesem Hotel und so. Und wir laufen gerade durch ein Labyrinth. Und es ist wirklich ganz schön hoch. Ich fühle mich ein bisschen wie bei Alice im Wunderland, wo gleich das Kaninchen irgendwo raushüpft und sagt, dass es keine Zeit hat, ob wir hier jemals wieder zurückfinden werden. Jetzt haben wir hier einen Ausgang. Und wir könnten aber auch weitergehen. Und wir gehen einfach mal da lang. Das finde ich super lustig. Wollte ich euch nur mal eben zeigen. Leute, jetzt habe ich euch doch gerade dieses Spaßlabyrinth gezeigt. Das ist unglaublich brutal. Wir laufen hier schon ewig rum und haben jetzt gerade mal die Mitte geschafft. Und hier sind lauter so Bänke. Und wir haben jetzt den ersten Ausgang hier raus geschafft. Aber es gibt hier ewig viele Ausgänge. Und ich glaube, wir werden hier nie wieder rauskommen aus diesem Labyrinth. Das ist super hoch. Lauter so Hecken, das ist wahnsinnig interessant, also Wahnsinn. Und wir laufen hier wirklich schon lange rum. Super lustig auf jeden Fall. So, um das Ganze jetzt nochmal aufzulösen, also das ist wirklich, wirklich riesig und wir sind da wirklich recht lange
drin rumgewurstelt. Also, ist Wahnsinn. Da hinten, da sind neue Bäume angepflanzt, aber das kriegt man von unten gar nicht so mit. Das ist die Mitte. Und da hinten, wo der Bogen ist, war der Eingang und hier ist der Ausgang gewesen. Also, schon wirklich brutal. Von abgesehen ist dieser Park hier wunderschön. Also wirklich wunderschön. Und da spazieren wir jetzt noch ein bisschen rum und genießen die Aussicht und überhaupt das Wetter und schön. Und lassen den Abend hier mal so ausklingen. Ich zeige euch jetzt hier noch einmal das Paradies von der anderen Seite. Das ist einfach Wahnsinn. Dieser Sandstrand, da werde ich mich nachher auch noch mal in die Wellen stürzen. Das wird total toll. Und hier auch noch mal das Wasser. Das Wasser ist kristallklar. Es ist Sandstrand. Das ist wirklich, wirklich super, super schön. Das ist einfach das Paradies. Und wir gucken jetzt mal, ob man sich da hinten irgendwie sowas ausleihen kann, wie Boote oder Jetski oder irgendwie sowas würden wir gerne mal machen. Und ja, ich freue mich total auf das Wasser morgen. Oder später. Guten Morgen, ihr Hübschen. Ich wollte jetzt einfach nur mal ganz kurz von gestern Abend erzählen. Ich habe da keine Kamera mitgehabt. Ich wollte einfach mal ohne Taschen in der Gegend rumlaufen. Es war total toll. Wir haben einen sehr, sehr langen Spaziergang gemacht durch die Stadt durch. Und haben dann auch Leute Pool spielen sehen. Nee, nicht doch mit den... Wie heißt das? Pool? Pool, passt schon. Und Skaten sehen und dann haben noch Leute für eine Tanzaufführung geübt. Also es war super viel Action in der Stadt. Es wurde auch gestern auf dem Platz ganz viele Kerzen und Fotos aufgebaut und dann waren ganz viele verrückte Michael Jacksons Fans da, die auch geweint haben und ihn geehrt haben. War wohl gestern irgendwie sein Todestag. Dann haben wir viele Brunnen gesehen und wir waren dann auch gestern noch in so einem Biomarkt, den habe ich ja total gefeiert. Da gab es irgendwie so eine Station für also wie so ein Restaurant. Auf der einen Seite waren halt wie so drei Küchen aufgebaut, also aber das waren nicht drei Küchen, das war einmal eine Bar, dann einmal so eine Baguette Station, wo halt Baguettes geschmiert wurden und einmal eine Küche, wo man dann auch wirklich warm essen konnte. Also die haben dann gekocht, Nudeln, Burger, egal was man wollte. Also es war kein veganer Markt, es war ein Biomarkt und auf der linken Seite, also es war wie so ein Gang, rechts wurde Essen zubereitet und links waren so Supermarktregale gestanden, aber total auf Bio gemacht, also alles so mit Holz ausgekleidet und total cool gemacht. Ich habe mir dann auch einfach mal, um für Umsatz zu sorgen, das muss man ja unterstützen, habe ich mir dann einfach so einen Rhubarb gekauft, der muss heute wahrscheinlich noch dran glauben. Und ein Mojito wurde getrunken in diesem Biomarkt. Also das fand ich total toll, das hat mich richtig begeistert. Also so richtig alles schön. Und auch die Speisekarten, die waren dann so auf so recyceltem Papier gemacht. Also total öko-bio eigentlich, aber richtig toll. Sowas gibt es halt bei uns gar nicht. ja, also Barcelona gefällt mir super gut. Es ist eine sehr vielfältige Stadt. Es gibt viel zu erleben, viel zu sehen und viel Action. Heute ist der Plan, dass wir jetzt ins Stadion fahren und uns das einfach mal anschauen. Und dann machen wir auch Siesta. Also oben auf dem Dach haben wir ja das Gym und einen Pool. Und dann machen wir dann halt noch eine Stunde Sport und dann erstmal so 2-3 Stunden Siesta, weil das viel zu heiß ist. Und dann nachmittags irgendwann so, weiß ich nicht, 5, wenn die Hitze ein bisschen nachlässt schon, werden wir uns mal den Strand begutachten. Vielleicht gehe ich auch mal im Meer schwimmen, weil ich habe total Lust auf Schwimmen im Meer. Und dann machen wir das. Und abends geht es dann nochmal in die Stadt. Und morgen wird abgereist. Also morgen Nachmittag oder Mittag oder früh werden wir nochmal die Stadt unsicher machen. Vielleicht ein bisschen shoppen gehen oder so. Und dann wird abgereist. Und dann geht es weiter Richtung Valencia. Also ich bin auf jeden Fall super begeistert. Und auch das Frühstück hier im Hotel ist richtig toll. Das ist für 12 Euro haben wir ein Frühstück bekommen. So ein Buffet mit Obst und Müsli, mit Sojamilch. Und ich habe es euch auch in meinem Food Diary auf jeden Fall
mal gezeigt und wirklich alles, was das Herz begehrt, war da dort. Und so Müsli mit Sojamilch, die keinen starken Eigengeschmack hat, das feiere ich ja total. Und das ist ja auch richtig selten eigentlich, sowas zu bekommen in einem Hotel. Ja, kann ich euch nur empfehlen, dass wenn ihr mal in den Urlaub fahrt, dass ihr das dann, weiß ich nicht, auf irgendeiner Hotelseite dann immer mal kurzfristig bucht. Ist richtig toll, da kann man nämlich auch gute Schnäppchen machen. Vor allem, weil die auch meistens, also den Bewertungen, den kann man dann auch meistens vertrauen und so. Also wir haben jetzt nur gute Erfahrungen gemacht. So, ich mache jetzt mal die Stadt unsicher und ja, bye. Leute, ich sitze hier gerade im Stadion von Barcelona. Das ist schon sehr beeindruckend. Ich habe mir auch noch nie ein Fußballspiel in einem Stadion angeschaut. Ich habe mal Eishockey gesehen in einer winzigen Halle. Hier passen fast 100.000 Seelen rein. Das ist beeindruckend und wie gut man hier auch alles sieht. Wir sitzen quasi hier ganz oben bei den VIP-Plätzen. Echt beeindruckend. Das lohnt sich total, das mal anzugucken. Also solltet ihr jemals in Spanien sein oder in Barcelona, muss man sich das schon mal anschauen, auf jeden Fall. So. Das ist schon sehr beeindruckend. Finde ich toll. Wahnsinn. Zeigen, da hinten ist das Meer. Da läuft man von hier aus eine Viertelstunde hin. Also hier so. Ja, und dann ist man am Strand, was total schön ist. Und ja, dann ist da das Dach und hier der Pool und das ist total schön. Wollte ich euch nochmal eben zeigen.